Themen sind, die auch in der Gesamtbevölkerung eine Rolle spielen. Wir überlassen sie nur den falschen Kräften. Ich wollte Ihnen Beispiele über sie geben, wenn ich die Gelegenheit ja, dann nein, sie und auch mehr. Und das ist doch ein wirklich differenziertes Problem. Zum Beispiel, was Frau Wagenknecht sagt, dass man in einer Umfrage Muslimen abverlangen muss, dass sie sagen, dass die Gesetze sind mir näher als der Koran. Ich kenne auch gläubige Katholiken, die damit ein Problem hätten. Nicht mehr so viele, aber auch in unserer Bibel steht, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also das ist dünnes Eis. Das ist kein Widerspruch, das sind zwei völlig verschiedene ja, Ebenen. Ich möchte Ihnen helfen. Brauchen Sie nicht, ich kann für mich selbst sprechen. Aber er hat mich doch jetzt gefragt. Und das Interessante ist doch, warum wird dieses Thema gerade von der CDU bearbeitet? Das könnte doch die SPD oder die Grünen oder sonst wen genauso angehen. Und das ist wirklich interessant, weil die CDU eine Geschichte hat, sich einen Kopf zu machen, diesen Islam in Deutschland zu integrieren. Das war mal ein Innenminister Wolfgang Schäuble, der eine Islamkonferenz gegründet hat. Also der überlegt hat, wie können wir als Regierung die Muslime so behandeln, als wären sie eine Kirche, obwohl sie keine sind. Jetzt hat das nicht geklappt, der Plan ist sozusagen gescheitert, aber es war immerhin ein Plan. Und das ist das Interessante, dass zum Beispiel jetzt die Ampel, die ja immer so Multikulti tut, die haben absolut keine Vorstellung, was sie machen sollen. Der ganze Ampel-Koalitionsvertrag, dann Vielfalt, das sind immer so Worte, aber die wissen eigentlich nicht, was sie wollen. Und dass die CDU damit ringt, und die haben ja jetzt eine Sitzung gemacht bis spät in die Nacht, da haben sie gesagt, es gibt nicht den Islam, es gibt nur einen Islam, also es gibt mehrere, also die geben sich wirklich, vielleicht manchmal ein bisschen tapsig, aber sie geben sich Mühe, weil sie stehen ja unter Druck von zwei Seiten. Es gibt die Leute wie Sie, die sagen, ihr wollt uns diskriminieren, aber es gibt auch Leute wie Serhan Atesh, die sagen, ich als Muslime bin unter Druck, warum helft ihr mir nicht? Also es gibt eine ganz diffuse Gemengelage in dieser Gesellschaft. Und dass die CDU das so angeht, ist eigentlich aller Ehren wert. Und die anderen sollten sich auch einen Kopf machen. Herr Thümmer, die CDU macht es tapsig, sagt Herr Alexander. Und die SPD bzw. die Ampelparteien haben überhaupt gar keinen Plan. Stimmt das? Das sehe ich nicht so. Ich finde, wir müssen als Deutschland eine Integrationsgesellschaft werden. Das ist ganz wichtig. Und da möchte ich noch mal zu der Ausgangsfrage kurz zurückkommen. Und dazu gehört ganz sicher, dass alle politischen Kräfte des demokratischen Spektrums es schaffen, klar zu benennen, natürlich gehört der Islam zu Deutschland, natürlich gehören Muslime zu Deutschland. Ich selbst komme aus. Schon wieder diese Debatte, die zumeist semantisch geführt wird. Ja, die Muslime, die hier leben, gehören natürlich zu Deutschland. Aber Staat und Religion sind getrennt. Und diejenigen, die jetzt sagen, nein, die gehören nicht zu Deutschland, die argumentieren meistens aus einem liberalen Standpunkt und sagen, ja, Staat und Religion sollten getrennt sein. Die sagen, der Islam gehört zu Deutschland, sagen, ja, hier leben doch Millionen Muslime. Also es ist meistens eine semantische Debatte. Man diskutiert jetzt man diskutiert über nichts Inhaltliches, sondern nur, welches Faktum nimmt man jetzt, um ja letztlich diesen einen Satz, diese eine Parole hochhalten zu können und das ist oder widerlegen zu können. Und das ist keine vernünftige Form der Debatte, also meiner Meinung nach. Aus Offenbach, wir haben 66%. Also nehmt euch in Acht vor solchen woken Kulturkämpfern, die euch erzählen wollen, der Islam gehöre zu Deutschland und genauso vor irgendwelchen konservativen Kulturkämpfern, die euch das Gegenteil erzählen. Also die Debatte ist meistens tatsächlich so simpel, wie ich es gerade aufgezeichnet habe. Migrationshintergrund, davon ganz viele aus muslimischen Ländern. Ohne die wären wir ein langsames, langweiliges kleines Dörfchen. Mit ihnen sind wir eine lebendige Großstadt. Also diese Realität muss man erstmal anerkennen. Und ich halte das wirklich für wichtig und auch nicht, dass man so ein Bild zeichnet, dass das alles gescheitert wäre. Das stimmt überhaupt nicht. Auf breiter Linie gelingt Integration. Wir haben hervorragende Beispiele, wo Ausländer machen ungefähr 14% der deutschen Bevölkerung aus und begehen über 40% der Straftaten. Also, dass die Integration komplett gelungen wäre, kann man Zahlen, glaube ich, auch nicht behaupten. Integration gelingt und die muss man auch mal in den Vordergrund stellen. Und wenn man sich dann so eine Haltung zu eigen macht und so rumdruckst, wenn es darum geht, ob der Islam zu Deutschland gehört, na dann treibt man im Zweifel junge Muslime in die Arme der Falschen, weil die denen dann vermitteln... Wie die in Hamburg, da demonstriert die haben vorher das CDU Grundsatzprogramm gelegt. Aber da bin ich ganz klar, man treibt solchen islamistischen Menschenfängern wie denen in Hamburg die Leute in die Arme, wenn man jungen Muslimen nicht den Eindruck vermittelt, natürlich gehört ihr zu dieser Gesellschaft. Na, ganz klar. Nein, davon bin ich überzeugt. Das heißt nicht... Im Chat kommt gerade die Kritik, eigentlich sollte man nicht alles, was vom VS kommt, als Unsinn titulieren.
Ja, meine, wie gesagt, ich hatte gerade gesagt zum Verfassungsschutz, mein Problem ist jetzt nicht, ob er in dieser Detailfrage hier recht hat oder nicht recht hat. Mein Problem ist, dass der Moderator Luis Klamroth hier so tut, als wäre das eine neutrale Quelle. Also als könne der Verfassungsschutz wirklich bewerten, ob etwas extremistisch sei oder nicht. Das macht der Verfassungsschutz nicht. Der Verfassungsschutz guckt, ob etwas regierungskritisch ist oder nicht. Und wenn es zu regierungskritisch ist, dann haut er da ein Label extremistisch drauf. Ob dann linksextrem, rechtsextrem, islamistisch, das macht er dann je nachdem, wie es ihm gerade passt. Aber das ist keine seriöse Quelle.